Moin Moin, meine lieben Leute, willkommen zurück zu Graveyard Keeper und wir kommen direkt aus dem Dorf, um einen coolen Ofen zu bauen. Das machen wir nämlich jetzt. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Zutaten dafür. Jetzt, guck mal, Ofen. Und den stellen wir mal schön hier hin. Oder? Oh, warum nicht? Bäm. So, gehen wir runter, bauen den zusammen. Dann können wir alle unsere Sachen selbst machen, glaube ich. Also nicht alle, aber vieles. Was sehr praktisch ist, wenn wir selber Nägel und so machen können. Wir müssen natürlich nur Eisenerzen so finden, das kriegen wir auch alles hin. So. Jetzt können wir gucken. Brennstoff. Brennstoff von Stöcken. Okay. Ein Stück großer. Okay. Na gut. Okay, warte mal, jetzt müssen wir kurz gucken. Hölzerner Amboss. Hier ist noch was anderes noch, ne? Kiste, Hölzerner Amboss. Holzstapel, Werkbank für Holz. Hof vergrößern, das brauchen wir nicht. Steinvorrat, Steinschneider. Den haben wir ja. Die Herstellung von hölzernen Amboss erfordert Holzscheit. Den setzen wir auch irgendwo hin. Und zwar direkt hier. Das wäre echt dumm, ne? Dann packen wir hier daneben. So. Da können wir Nägel machen. Okay, da brauchen wir aber Barren. Das heißt, wenn wir hier reingehen, brauchen wir das da. Hier brauchen wir auch wieder Holzstücke von. Heieieiei. Holzmarkierung fügt dem Grab ein Plus hinzu. Wir brauchen echt viel Material, ne? Wenn man mal guckt. Man braucht wirklich viel Material. Aber lass uns doch die beiden mal machen hier. Dafür braucht er so viel Zeit. 2 Stunden 30? Oder stand da? 2 Minuten 30, okay. 2 Stunden 30 wäre auch viel. Aber wir können hier auf jeden Fall schon mal die Dinger bauen. Schon dabei sind. Ich gebe Ressourcen. Okay, einen können wir auf jeden Fall machen. So, wenn wir jetzt hier schon dabei sind, dann gehen wir nochmal hier rein in Schmiede und gucken. Wir können auf jeden Fall Werkzeuge machen. Das machen wir auch. Wir machen das auch. So. Tuch. Und bei Holz. Lass uns auf jeden Fall Brennholz machen. Genau. Und Bergbau. Müssen wir natürlich noch ein bisschen, das Eisenerzlager müssen wir ein bisschen vergrößern noch, besser machen. Da holen wir uns jetzt ein paar Ressourcen zu. Hauen wir hier oben rein. Ach, guck mal, es geht ja. Wir nehmen mal hier, was wir hier noch reintun können. Wir haben ja auf jeden Fall hier ein paar Grabsteine, die packen wir hier rein. So, zum Gartenzertifikat, das haben wir vom Händler bekommen da. In der Stadt. Vielleicht können wir den ja hier schon mal das freischalten. Dann können wir eventuell auch schon mit Gemüse anpflanzen, das auch wieder verkaufen können. Wäre natürlich auch nicht schlecht. So. Leeres Beet. Das machen wir doch mal. Fangen wir mal an mit dem hier. Ja, und wie viel anpflanzen können wir machen? Also 6 Felder. So. Gehen wir raus. Und dann fangen wir an. Was wir da anpflanzen können, weiß ich noch nicht. Da müssen wir ein paar Sachen kaufen. Die werden wir schon finden. Okay, jetzt kommen wir ein bisschen in Stardew Valley wieder. Eigentlich ist die Idee hier natürlich wesentlich cooler, ne? Muss man einfach sagen. Meine Nase geht ein bisschen zu. Ist das ein leichter Anflug von Sommererkältung? So, Pflanzen. Da können wir ja schon einfach pflanzen. Wir haben keinen Samen oder so. Die müssen wir noch besorgen. Das kriegen wir auch hin. Gut, jetzt gehen wir nochmal kurz ratzen. Oder ist er hier? Ja, okay. Jetzt gehen wir kurz schlafen. Und dann müssen wir nochmal Holz und... Was müssen wir noch sammeln? Holz und Steine vielleicht?
Mal sehen. Wir müssen auch daran denken, dass wir noch den Friedhof dann ein bisschen schmücken müssen, damit der Typ irgendwann kommt. Aber wir gehen trotzdem mal hier hoch. Ah, guck mal, schon fertig, super. Ach so. Wo kann ich denn... Wo können wir denn später... Da, die Werkzeuge. Guck mal, können wir coolere Werkzeuge bauen? Da, Spitzhacke brauchen wir auf jeden Fall. Ah, da fehlt uns natürlich noch ein bisschen was zu. Und hier fehlt uns ein bisschen Eisenerz noch, ne? Das besorgen wir uns jetzt. Pass auf. Das machen wir jetzt einfach mal. Oben wäre noch genug zu finden. Okay, wir haben ein paar Schleim. Ist natürlich dumm, jetzt hier zu kämpfen irgendwie bisher. Aber eigentlich müssen wir trotzdem da längs. Oder wir gehen hier hinten längs, ich weiß noch nicht. Ich will jetzt nicht so viel kämpfen, weil wenn ich jetzt so viel kämpfe, dann... sind wir ein bisschen verloren. Okay, kann man nicht rum. Gehen wir mal hier hoch. Machen wir mal weg hier das Ding. Achso. Oh, da kann man richtig was raushauen, wa? Bräuchten wir eigentlich einen Wagen für. Steinlager, okay. Gehen wir das Ganze da runter? Ein schönes Stückchen, was wir laufen müssen dafür, ne? Ein Steinlager. Wir legen es mal da hinten, wenn wir so ein Steinlager da liegen bei uns. Da legen wir es mal rauf. Mal sehen, wie viele Steine wir da rausbekommen, denn das ist ja auch wichtig zu wissen. Okay, komm, wir holen es mal mehr. Aber ist ja gut, dass wir so einen riesen Wälder finden konnten. Da kann man bestimmt 2, 3, 4, 5 Steine rausbekommen. Ja, hier könnte man ja natürlich jetzt das Add-on nutzen, wo man dann ja vielleicht die Zombies für sich arbeiten lassen kann, dass die schon einiges machen. Das ist natürlich ideal. Ich weiß nicht, ob die hier auch Fleisch haben wollen oder Gehirne oder so zum Verfüttern, damit die auch irgendwas machen, ne? So. Wenn ich jetzt hier rübergehe, dann sagt der mir, er kann da auf jeden Fall auch was draus bauen. Da ein Stein. Guck mal, da kriegt man was. Aus den Dingern kriegen wir gleich schon 2 Stück. Eieiei. Mal sehen. Das ist natürlich ordentlich Energie. Aber wir kriegen ordentlich Steine daraus. Und wir kriegen auch da wieder ein paar Punkte. Das ist natürlich super. Cool. Wir müssen natürlich ein bisschen Holz haben. Das Holz hier raus? Nee, brauchen wir erstmal Holz holen, ne? Gut, wir müssen nochmal ein bisschen Holz besorgen. Aber, wo wir das machen? Mach ich doch ein kleines Nickerchen, damit ich wieder Energie habe für frisches Holz, oder? Das macht doch Sinn. Yes. Schön, dass es hier kaum Ladesequenzen gibt. Okay. Gut, das kann ich machen. Aber wir gehen mal jetzt hier hoch und holen noch mal ein paar Sachen. Was ist denn das da für ein Schild überhaupt? Was soll das denn? Handwerk, was brauchen wir dafür? Weingarten. Okay, da brauchen wir noch ordentlich. Okay. Da müssen ein paar Bäume fällen noch hier. Wir müssen leider ein bisschen Bäume noch sammeln, das ist ein bisschen ärgerlich. Wir haben zu wenig Holz. Wir brauchen auch Brennholz, damit wir andere alles hoch. Okay. Ah! Will das nicht nehmen? Will das nicht hochheben? Na jetzt. Dumm. Ja. Das wäre jetzt nervig gewesen. Guck mal hier, die gibt es noch ein bisschen Kleinholz, oder nicht? Da brauchen wir ganz viel auch. In den Ofen, wenn wir ganz viel bekommen.
super für uns. Oh komm, die Pilze nehmen wir mit. Mal gut gebrauchen, lecker Pilze. Das ist ein bisschen nervig, ne? Also, dass er wirklich alles einzeln da hochschleppen muss. Aber naja. So kriegen wir beides: Holz und Stöckchen. Ah, und du das Bäumchen. Also so, als wenn man selber arbeitet, ne? Macht zwar alles nur am Rechner hier, wollte ich gerade sagen, an der Konsole, aber man muss ja alles selber machen irgendwie. Keiner, der uns unterstützt. Ich glaube, ich werde gleich mal das Addon runterladen. Gucken wir doch mal, was das bringt. Ja, kein Cheaten, gehört damit zum Spiel. So, pass mal auf. Mal gucken hier. Balken. Können wir hier schon was machen? Achso, warte mal. Tick, tack, tuck. Und jetzt müssen wir das so machen können, ne? Tick, tack. Okay, nur zwei. Egal, wir machen die zwei. So. Soll er ruhig machen. Wir hauen hier noch ein, zwei. Suchen so ein paar Stöckchen. Ja, die finden wir ja wahrscheinlich genug von diesen Stöckchen nachher noch. So. Ja, cool. Das ist wirklich cool. Super. So, wir gehen mal ins Technologie, in den Technologiebaum gleich. Machen wir kurz. Guck mal, hier können wir auf jeden Fall schon mal Bergbau machen. Alles freischalten, was freischaltbar ist, glaube ich. Das macht, glaube ich, echt Sinn. Guck mal hier. Hier können wir Glas machen. Weißt du was? Nehmen wir auch mit. Ob wir es jetzt schon können oder nicht, ist ja eigentlich Schnuppe. Umpflanzen, Meister sammeln, Verbesserung. Was ist das denn da? Baukiste, Beet mit Stäben. Das ist natürlich nicht schlecht. Wir müssen mal gucken, ob wir hier umpflanzen. Platz für einen Beerenstrauch. Platz für einen Apfelbaum. Okay. Holen wir uns auch schnell noch die Dinger. Müssen wir kurz was umhacken hier, zurückbringen. Guck, hier können wir den Stein mal gleich mitnehmen. Gut, Baum hier. Sagen, brauchen noch umpflanzen. Hä? Hab ich nur vier? Ne, hab ich nur noch. Da. Umpflanzen. Gut. So, nehmen wir mit. Und dann. Mal kurz im Garten. Ich mal gucken, ob ich da jetzt schon was machen kann. Die Samen haben wir natürlich trotzdem nicht, aber das geht hier auch noch nicht. Okay, kommt wahrscheinlich noch, dass man die Blaupausen fürs Beet oder für das andere hat. So, was ist das hier? Ach da, Platz für den Apfelbaum. Ah, okay. Gut. Bringt jetzt nicht so viel. Wir können jetzt nochmal schnell die Äste hier holen, hier drüben, die wir abgehackt haben. Und dann legen wir uns noch eine Runde pennen. Eine Runde pofen, wisst ihr? Wieder kaputt. Gut, reparieren wir auch gleich. Mal schmieden, ne? Wir schleifen. So.
Also dumm. Das ist ein bisschen dumm, ne? Dann hätte auch gleich gucken können, dass man das sich hinlegt zum Ratzen. So. Das ist ein entspanntes Spiel, ne? Das kann man so relaxed mal auf dem Sofa spielen. Man hat keinen Stress. Es funktioniert einfach. Ich find's gut. So, ich fühle mich so erfrischt. Ja, ich auch. So, hier, pass auf, erstmal fertig machen. Gut, jetzt haben wir hier, was wir hier, was. Nee, Grabstein brauchen wir nicht. Eigentlich wollten wir was. Wir können Glas herstellen, das können wir noch nicht machen, wir haben keinen Sand. Ah, es wird so gerade nebelig hier, wa? Nee, das wollte ich nicht. Wo wir natürlich am Grab was machen können, aber ich wollte eigentlich gucken, dass wir hier was gebaut haben. Das ist der Amboss? Ein Stück Großeisen als Barren geformt. Das mache ich hier nicht. Holzhackplatz? Brauchen wir vielleicht auch noch, ne? Stellen wir irgendwo hin. Ja, ist ja einfach, ist alles hier so. Koch. Muss ich auch hier hinpacken? Also, wir haben den Ofen, Eisennetzlager, hölzerne Amboss. Gut. Wo war denn jetzt? Hier? Wo konnten wir denn bitte sehr die Werkzeuge herstellen? Wo war das denn jetzt? Ach so, nee. Hier war das, ne? Genau. Guck mal, da. Ach Mist, da fehlt uns noch dieses blöde Alteisen da. Was können wir hier raus machen? Guck mal, drei einfache Eisenstücke aus einem Barren. Dann machen wir gleich zwei Barren raus. Sehr gut. So, und jetzt? Gucken wir mal. Also wir können auf jeden Fall eine neue Spitzhacke gebrauchen. Die fertigen wir mal an. Gut. Und wenn wir schon bei sind, machen wir auch eine Axt. Gut, nur kurz mal gucken. So, können wir hier nichts machen, ne? Charakter da. Nee, da. Also können wir gucken. Wir haben jetzt die einfachen Dinger. Wir können jetzt natürlich zu den neuen wechseln. Ablegen. Zack. Und ausrüsten. Zack. Hier ist auch ausrüsten. Zack. Guck mal, wir schon die besseren. Sehr gut. Und die packen wir mal. Also können wir hier mal doch von hier rein. Zack. Und der da drüben auch. Zack. Gut. Was können wir hier noch machen? Nägel können wir machen, ne? Brauchen wir wieder Eisenbarren. Die wir natürlich hier fertigen müssen. Wie schwierig ist, denn wir müssen ja auch das Ding aufheizen. Brennstoff aus Brennholz. Das macht vielleicht Sinn. Lass uns mal Brennholz machen. Können wir hier hacken, ne? So, Brennholz da. Guck mal an. Okay, warte mal. Wir gehen mal kurz ratzen. Machen wir gleich mehr Brennholz und dann können wir, glaube ich, auch viel mehr Energie da reinpumpen. Und können wieder andere Sachen machen. Es hat alles einen Effekt. Man muss alles irgendwie, muss alles miteinander zusammenhängen. Und man sieht, gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Da muss man wirklich an vieles denken, um diesen Hof am Laufen zu halten. In der nächsten Folge werden wir die Zombies dabei haben. Ich werde auf jeden Fall das Addon kaufen jetzt irgendwann. Und dann werden wir die Zombies dabei haben. Wenn man es überhaupt schon kann, vielleicht gehen die auch erst viel, viel später. Das weiß ich natürlich nicht. Und ein bisschen mehr Brennholz hier. Zack, 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 zack. So, 60 Stück.
Klingt gut. Bam, bam, guter Rhythmus, ne? Badam, bam, chak, chuk, chak, 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 badum, bam, chak, chuk, bam, badum. Also müssen wir gleich mal gucken, ob man bei der Axt jetzt auch das andere nicht machen kann. Also, so Brennstoff hier raus. Reicht ja schon, ne? So. Da müssen wir die beiden draus machen. Machen wir. Gut, die werden gebaut. Achso, warte. Gut, können wir nicht machen. Brauchen wir noch, müssen mehr Eisenerz auf jeden Fall haben. Können wir mit unseren... Machen wir ein paar Balken raus. Also bevor ich irgendwas baue, müssen wir einmal gucken, wofür wir das alles gebrauchen können. Ne? Wollen wir hier mal gucken? Eine neue Kiste bauen, die brauchen wir nicht. Ein Eisenerzlager. Eisenerzlager wäre vielleicht nicht verkehrt, denn wir werden ja, sind ja auf Jagd nach Eisenerz. Deswegen machen wir hier ein paar Balken. Wollen wir einmal den machen, ne? Zack. Sehr gut. Und dann Eisenerzlager. Oh, wo wir das hinstellen können noch. Was passt nirgendwo hin? Okay, warte mal, dann machen wir es anders. Müssen wir den Hof vergrößern? Wo kommt, war das denn? Hof vergrößern. Brauchen wir mal dieses. Ah, es geht nicht. Werkbank für Holz, da brauchen wir das andere Eisen noch. Schneide. Eieiei. Ich kann noch gar nicht so viel machen gerade. Ärgerlich. Passt da nicht hin. Irgendwie auf. Ich will auch besser bauen können, aber naja. Okay, müssen wir später bauen. Können wir jetzt nicht machen. Dann lass uns doch... Boah, dann lass uns doch einmal sagen, wir haben genug getan für heute. Ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ein gechillter Abend. Bis dann, tschüss.